Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Starbound. Diesmal bin ich ausnahmsweise mal wieder alleine. Also der Supper Camp ist gerade nicht da, beziehungsweise er ist, glaube ich, im Urlaub. Deswegen nehmen wir heute einfach mal im Single auf, also im Singleplayer, also ich alleine, ja. Gut, ich würde sagen, wir bereiten uns langsam mal auf den Kampf vor für den nächsten Feind, das ist der Roboter. Und deswegen baue ich hier jetzt einfach mal Steel Bars, denn die brauche ich für die Teile. Ich würde sagen, wir bauen uns direkt mal die Roboterarme. Ja. Und dann können wir gerade mal ein bisschen Eisenfarm gehen und Gehirnefarm gehen, damit wir uns die einzelnen Teile zusammensuchen können. Und deswegen würde ich sagen, machen wir das gerade hier auf dem Planeten da. Aber rein theoretisch könnten wir auch im Alpha-Sektor suchen. Da sind die Feinde schwächer und lohnt sich eventuell mehr. Inferior. Wir brauchen aber einen Superior. Inferior Brain. Puh. Ah, da haben wir noch Kohle, können wir auch immer brauchen. So, wo haben wir euch denn? Kommt ruhig her. Oh, da haben wir noch Metall. Eisen. Auch sehr wichtig, weil damit können wir eben diese Stahlbarren herstellen. Ah ja, genau, was ich noch ankündigen wollte. Also wir Baden-Württemberg haben jetzt endlich Sommerferien. Ich glaube, wir haben so ziemlich am spätesten von allen. Jedenfalls werden jetzt mal mehr Videos kommen als sonst, weil, ach verdammt. Ja, eben, weil wir jetzt Ferien haben und ich habe mehr Zeit und deswegen läuft es ab jetzt bei mir. Hoffentlich. Und ja. Hoffentlich kommen jetzt auch mehr Videos. Inferior Brain. Oh je, das ist immer so eine geringe Wahrscheinlichkeit, bis man da das richtige Gehirn bekommt. Also den Roboter, den werde ich gleich sagen, den werde ich sicher nicht alleine bezwingen. Weil ich habe den schon mal bekämpft im Singleplayer, der ist nicht sehr einfach. Und selbst im Singleplayer habe ich ihn bloß mit einem Kumpel geschafft. Also ja, den mache ich dann zusammen mit Supper Camp. Supper Camp. Ja. Ach komm, wisst ihr was, das ist irgendwie sinnfrei, jetzt hier die Hardcore-Monster hier aufzusuchen. Ich würde mal sagen, ich beame mich mal schnell zur Base von mir. So, genau. Und dann können wir nämlich hier die Feinde suchen. Lol, die Gravitation hier ist richtig geil. Perfekt. Ach, die sind mit One Hit weg, das ist ja Hammer. Ey. Superior Brain, wir haben's. Perfekt. So einfach geht das, ne? Jetzt brauchen wir heilige Scheiße. Ja, die Inferiors, die können wir eigentlich direkt in den Müll kippen. Denn nur das Superior ist wichtig. Wo haben wir das denn? Lol. Ach, da ist es ja. Was steht da eigentlich? A waste of brain cells. This brain looks to be perfect for experimentation. Gut. Oh, jetzt habe ich gerade hier die Power deaktiviert. Gut, jetzt brauchen wir natürlich noch Pixel, damit wir überhaupt fähig sind, irgendwas zu craften. Und deswegen metzle ich mich jetzt noch ein bisschen so durch die Landschaft durch. Oh Gott, sind die heftig. Die Alpha-Monster.
Ja, ich muss jetzt halt noch ein bisschen was dazu verdienen. Alter. Da gehen sie ab hier. Da verstauen sie keinen Spaß, die Monster. Ja, ich würde sagen, in diesem Part hier, also bereiten wir uns jetzt mal auf den Kampf vor. Ich baue jetzt einfach mal ein paar Erze ab, also ein bisschen Metall und ein bisschen Pixel sammeln, damit wir einfach genug Zeug haben, um uns den Roboterfeind zu bauen. Also, damit wir in den nächsten Sektor kommen. Ich glaube, das ist der Gamma-Sektor, ich bin mir aber nicht sicher. Es kann auch ein Delta-Sektor sein. Was doch, whatever. Ich glaube, hier habe ich gegen das Alien gekämpft. Unsere alte geliebte Arena. Okay, geliebt nicht unbedingt, aber unsere Arena gegen den Pinguin. Das waren Zeiten, als sie gegen den Pinguin gekämpft haben. Ja, und da wird eben bald der zweite Bosskampf kommen. Yay. Oh, da liegt ein Pixel. Ach, da ist das zerbombte Haus, auch nicht schlecht. Ja, ich glaube, hier bringen die Viecher nicht so viel ein. Ich würde sagen... Ja, keine Ahnung. Hier ist noch ein bisschen Metall, Eisen. Gut. Da haben wir noch was. Schlachten. Schlachten. Lol. Mal so eine ganz dumme Frage. Ich habe so irgendwie leichtes Gefühl. Soll ich mich jetzt dumm anstellen? Nicht so. Nein, keine Angst. Ich krieg keinen Rage-Anfall mehr. Ich habe nämlich gelernt, sowas nicht mehr zu machen. Gut. Ich krieg da keinen Anfall mehr bei solchen Jump-Runs. Sicher nicht. War schon peinlich genug im vorigen Part. Im letzten Part, wo ich das Ding da in so ein Ding reingegangen bin. Ihr wisst sicher alle, wovon ich rede. Puh. Frauengefängnis. Hat's da noch ein paar Tussis, die man abschlachten kann? Nichts gegen die Frauen. Frauen sind cool. Ey, was ist da drin? Nichts. Alles leer geräumt. Ha. Da fand sich wohl einer nicht so schön im Spiegel. Event Memo. Sehr schön, sehr schön. Get out while you still can. Sehr schön. Highland, wie groß ist dieses Oh, da liegt noch ein Stimpack. Liegt da wahrscheinlich schon seit Wochen rum. Ah, Schmerzen. Oh Gott, ein Viech. Die Uzi ist wirklich nice, muss man mal so sagen. Keine Pixel, genau. Verarsch mich halt. Wir brauchen einfach Pixel, damit wir hier weitermachen können. Es wird jetzt hier bloß noch so eine Farm-Action. Das heißt, wir laufen jetzt rum, töten Monster und erkunden null. Okay, natürlich kann man nebenher noch erkunden, aber ich fliege jetzt nicht groß im Viereck rum, um irgendwelche neuen Planeten zu entdecken. Ey, ey, chill, Herr Manu. Da haben wir noch ein bisschen Eisen übersehen. Pff,
Ach Gott. Ja, das war von meinem Kanal-Trailer, wer ihn gesehen hat. Egal. Ach, jetzt sind wir schon fast wieder da am Spawn-Anfang, glaube ich. Kann man eigentlich die Kakteen fällen? Na, nö, kann man nicht. Kann ich es gerade lassen, ey. Mal gucken, ob wir irgendwas anfangen können. Ich glaube, einschmelzen kann ich immerhin etwas. Ah, Gold haben wir noch übrig. Wir haben noch Stil übrig und bauen können wir daraus. Also was haben wir denn jetzt genauestens? Wir haben die Roboterarme, das Brain und wir brauchen Steelball. Genau, wir brauchen die Chest und den Head und die Legs. Für die Legs fehlen uns noch ein paar Pixel. Artificial Brain. Ach Gott. Ach, da brauchen wir noch Pixel dafür, verdammt. Oh. Robot Arms. Ach, da haben wir alles. Wir müssen nur noch genug Pixel finden. Nur woher nehmen und nicht stehlen. Pixel Kompressor. Ach, da kann man Items in... Nee, ach Gott. Ja gut, das ist kritisch. Haben wir noch Sprit? Ja, mehr als genug. Ich würde sagen, wir fliegen mal hier auf den da. Und dann gucken wir mal, ob es irgendwas zum Schlachten gibt, damit wir uns da ein paar Pixel holen können, weil das geht ja nicht so. Wird mal Zeit, dass wir den Bosskampf machen. Wir sind jetzt schon relativ lange im Beta-Sektor und die Ausrüstung passt eigentlich soweit. Puh. Fliegen, fliegen, fliegen. Und da sind wir. Noch kurz warten. Wenn ich schon, aber... Ah, ne, hier waren wir noch nicht. So, gleich mal die Waffe in die Hand. Oh. Das ist ja sehr schön. So ein Glitch-Reich. Gleich mal abknallen. Ich kenne da keine Gnade bei sowas. Für mich gehören die an die Wand gestellt. Oder greife ich schon wieder was an? Schnell töten. So Städte sind immer interessant. Irgendwie habe ich das Gefühl, es laggt gerade ein bisschen bei mir. Ich glaube, das liegt an meinem PC. Der ist im Moment gerade irgendwie nicht so hammerschnell. Aber ich hoffe, es stört dich weiterhin. So. Zwei Trauben haben wir bekommen. Auch nicht schlecht. Banana, Grapes, die Affen lassen jeden Scheißdreck fallen, habe ich das Gefühl. Gnadenloser Killer. Ananas. Scheißdreck und töten wir ihn. Ja. Völkermord begehen. Völkermord. Wir können keine Rücksicht auf sogenannte Zivilbevölkerung nehmen. Sorry. Futter ist immer gut. Immer alles klauen hier. Kiwi, Grapes, das wird ja ein ganzer Früchtecocktail hier. Pina Colada. Alter, der bleibt knallhart hocken bis zu seinem bitteren Ende. Und du? Bleibt auch knallhart stehen. Alter, wie viel Essen haben die hier in ihrem... Das ist ja geil. Da kannst du halt echt einen ganzen Cocktail draus machen. Und was haben sie hier? Wedgie Soup.
Scheiß Vegetarier. Nein, Spaß. Vegetarier sind, leben gesund. Leben sie halt echt. Und jetzt, puh. Ich liebe immer solche Völker, die man töten kann. Ey, ey, lass mich. Alter, wie die rasten. Sind die böse oder sind die lieb? Die sehen mal böse aus. Ah, sind zu tot, auch egal. Jetzt haben wir schon genug Pixel, um das nächste Körperteil zu bauen. Aber ich will trotzdem noch ein bisschen rumschlagen. Ey, ey, so geht das nicht hier bei mir. Das akzeptiere ich nicht. Alter. Sollen bloß herkommen, dann wissen sie, was eine Hake ist. Eilige Scheiße. Und durch jeden Tod verliere ich Pixel, natürlich. Alter, nee, oder? Ich hatte gerade 500 Pixel, jetzt 388. Das bedeutet Rache, Leute. Bittere, schmerzvolle Rache. An dem Zivilvolk. So. Ihr wisst schon, dass ihr euch gerade damit in den Tod gestürzt habt. So geht es nicht, Junge. Ey. Ganz ruhig, okay? Ich tue dir nichts. Und du tust mir nichts. Ey, nein, 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 nein. So geht das nicht. Wir wollten doch Friede. Friede, Freude, Affenkuchen. Ey, da lebt jemand. Ich hasse Leute, die leben, ohne mich vorher zu fragen. Ey. Komm her, du Sauhund. Ey, nein, 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 bitte nicht. Gnade, Gnade. Oh, fuck. Es kommt schon. Ich verliere hier meine ganzen Pixel, aber ich muss die doch töten. Wobei, muss ich eigentlich nicht. Ich kann einfach nur alles looten. Das passt eigentlich auch. Ich hör mal auf, sie zu töten. Die können wir jederzeit später noch umbringen. Gell, Kumpel? Ey, Alter, 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 Alter. So geht es nicht. Die geben ziemlich viel Pixel, fällt mir mal so auf, ganz spontan. Schlachte das Arschloch, schnell. Ach, weg ist er. Ich sehe mich gezwungen, jeden einzelnen von euch abzuschlachten. Freundlich sind diese Affen ja nicht, auch wenn ich vorher angefangen habe zu streiten, aber das macht hier nichts zur Sache. Und schau. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Ey, nein, 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 nein. Nicht gut, nicht gut. Nicht nett, nicht nett. Alter. Chill, 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 Alter. Ich sag dir, wenn die hier hochkommen, ich metzel die. Hey, fick dich. Hundesohn. Kleiner, miese Sauhund. Gott. Habe ich eigentlich Stimpacks zum Heilen? Ja. Damit geht das alles viel schneller. Jetzt habe ich wieder über 400 Pixel. Die Zivilbevölkerung, die stirbt ziemlich einfach. What have you done? I kill your family, you mother fool. You again. Es gibt keinen Kommen, kleiner Affe. I kill you all. Und du kannst ja mal ruhig sein hier. Wir kriegen 100 Pixel für einen so einen dämlichen Kill. Okay. Oh, der rennt voll in sein Verderben, der kleine Affe. Eck mit dir. Kann man hier irgendwas brauchen für unsere Base? Nö, kann man jederzeit später noch abholen. Gibt ja genug von diesen Scheißdörfern. Es gibt so viele von diesen Dörfern. Hey, du bleibst hier, ja? Gut. 6 Ananasse. Der kann gar nicht richtig reagieren. Mr. Planet Slicer, eine Waffe, eine neue. 20-7. Event, haben wir von Woche. 20-7, 12-11. One-handed. Sieht besser aus als die. Die kann eigentlich gerade in den Müll, ganz ehrlich. Ich benutze es zwar eh nicht, aber... Oha. Wächter. Oh je, die sehen ziemlich böse aus hier.
Der kann gar nicht richtig reagieren. Wir haben ziemlich viele Pixel und so soll es auch bleiben. Hey, du kommst mir nicht zu nahe, sonst stirbst du. Du stirbst doch so. Ich rotte immer gern die ganzen Völker aus, weil es einfach Bock macht. Völkermord ist mein Ding so. Ach, geht down einfach. Hey, ganz chill. Ohne Waffen. Ohne Gewalt, gegen Gewalt. Das wird hier mal so eine richtige Metzler-Folge. Wobei ich eigentlich immer metzeln will. Ey. Ach, komm schon. Du hast doch eh keine Chance. Warum probierst du es dann überhaupt? Immerhin kann man später auf seinen Grabstein schreiben. Er hat's versucht. Das ist schon mal irgendwas. Jetzt habe ich gerade irgendeinen Mist getippt, dass ich meine Items nicht mehr sehe. Lol. Lol, lol, lol. Was habe ich da gerade getippt, damit ich meine Items nicht mehr sehe? Hä? Das kann doch nicht sein. Was? Nein. Lol. Nee, das kann nicht sein, oder? Hä? Was für ein Shit habe ich da gerade getippt? Lol, es funktioniert überhaupt nichts mehr. Was? Ah. Okay. Jetzt. Ich bin zu blöd mehr für die Steuerung. Jetzt haben die aber mal einen Burger fallen gelassen. Ananas Veggie Soup kann man gerade essen. Da sind noch ein paar Passanten. Ab in die Schlacht. Ich denke, wir haben jetzt mittlerweile genug Pixel, um uns dann den Roboter endgültig oder halt einen kleinen Teil fertigzustellen. Aber ich denke, ganz werden wir das jetzt auch nicht machen. Das ist nämlich ein bisschen, naja, komplex und dauert immer, natürlich ein bisschen, aber wo ich jetzt eh alleine bin, kann ich den langweiligen Part jetzt im Singleplayer machen und dann kämpfen tue ich dann mit ihm zusammen. Hey, der kann was verkaufen. Tut mir leid, bleib da, ich will kaufen. Nicht. Nein, stirb halt, wenn du mir nichts verkaufen willst. Sag's einfach gleich. Diskriminierend gegen Menschen sein immer hier, gell? Brauchst gar nicht so asozial zu mir sein, Wichser. Oh, ich sterbe jetzt sicher nicht, Leute. Es wäre peinlich, wenn ich jetzt sterben würde. Lass mich bitte, lass mich, lass mich. Wer mich jetzt tötet, der muss dran glauben. Ihr müsst doch so dran glauben, aber jetzt noch mehr. Halt! Wir waren doch ein friedliches Volk. Ich weiß, es ist vielleicht nicht gerade normenhaft, sich hier irgendwelche Leute vorzuknöpfen und sie einfach umzubringen, aber... YOLO! Ich spiele hier Katz und Maus mit dem Hundesohn. Stopp. Ach. Ein Pixel für so einen Dreck. Da geht's ja immer noch weiter. Ich habe langsam keinen Bock mehr, da Leute auszulöschen. Obwohl, es gibt eigentlich relativ viel Pixel. Muss mal gesagt sein. Ich glaube, das war die letzte Stage. Komm schon. Machen wir halt ein bisschen Abbauli. Nein, du bringst mich sicher nicht um. Wie sie alle versuchen abzuhauen, aber es nicht hinkriegen, weil ich mit meiner Uzi schneller bin. So.
1300 Pixel, es läuft ja richtig gut hier. Jetzt darf ich bloß nicht sterben, damit ich die Hälfte gerade wieder verliere. Das wäre ziemlich scheiße. Hier ist nichts mehr. Ach, da ist ja... Oh, der hat ein ziemlich großes Schwert, der Typ. Aber egal. Erstmal schön die Wachen ausschalten, damit die nicht mehr nachhaltigen Schaden zufügen. Ah, das war's, okay. Nettes Dorf. Ich lass keinen am Leben, das ist so Reflex, oder? Ja, doch, das ist Reflex bei mir. Ich muss alles auslöschen, was lebt. In solchen Spielen. Aus irgendeinem Grund. So, jetzt habe ich, glaube ich, alle Wachen ausgelöscht. Nur noch Zivilbevölkerung ist noch kurz Zeit am Leben. Oh, gerade nochmal so ein Ding, dick. So ein Teil essen. Oh, nee, da ist noch eine Wache. Ich habe mich ausnahmsweise mal getäuscht. Okay, wenn einer am Leben bleibt, das macht auch nichts aus. Hey. Nein, nein. Nochmal 40 Pixel dazu. Der noch. Und dann ist da noch irgendwas weggerannt. Ich glaube, den kriege ich auch noch, wenn ich Glück habe. Ach komm, auf den einen Affen kommt es nicht drauf an. Dann bleibt er halt am Leben. So, jetzt gehen wir wieder hoch. Und bauen uns jetzt mal den Rest. So, was brauchen wir denn? Steel Bars kann ich noch machen. Ah, die müssten auch fertig sein im Backofen. Perfekt. Iron Bar. Kohle brauche ich noch, oder? Shit. Yep, Kohle. Aber dennoch können wir auch jetzt hier... Also was haben wir denn jetzt? Wir haben die Robot Arms, oder? Robot Arms, ja. Und wir brauchen noch die Robot Legs, Robot Head und Robot Chest. Die Robot Legs können wir craften. Und das Artificial Brain. Fehlen uns noch ein paar Steel Bars. Gut. So, das kann man essen. Geil. Dann würde ich sagen, bauen wir noch ein bisschen Kohle ab. Und dann können wir uns vielleicht auch schon das Brain machen und dann... YOLO. Laufen wir mal in die andere Richtung. Ich würde sagen... Obwohl, sollen wir das jetzt noch machen? Ich denke, ich nehme jetzt doch schnell eine gewisse Zeit auf und zu groß soll das. Oh, Miniboss. Fug! Alter. What the fuck? Alter. Hey, da geht's sogar von der Stärke her. Oh, perfekt. Beautiful Alien Corber. Wahrscheinlich eh wieder so ein Dreck. 11,8. Naja, behalten wir mal als Trophäe. Manche Minibosse lassen ziemlich coole Sachen fallen. Aber die meisten... Also, es ist sehr selten, dass ein Miniboss was Gutes fallen lässt. Das Beste, was ich hatte, war ein Sniper. Der hat sogar gar nicht mal so wenig Schaden gemacht. Aber das ist eben so selten. Die lassen meistens immer so einen Dreck fallen, den keiner brauchen kann. Nee, das ist cool. Ja, komm, ein bisschen Kohle können wir noch abbauen. Wenn wir noch welche finden hier überhaupt. Eisen lasse ich jetzt mal sein. Oh, Minecraft Physics. Ich sag's immer, wenn das passiert. Aber es ist halt echt so. Ach, kommt. Alter. Wir haben immer noch über 1000 Pixel, fällt mir gerade so auf. Man kriegt hier einfach abartig schnell Pixel. Manchmal. Nein. Nein. Ciao.
Oh, eine Kiste. Scheiße. Kohle, perfekt. Und Platinum. Ah. Kiste wie immer mitnehmen. Oh, da ist auch noch Kohle. Zwar nur wenig, aber es geht sogar. Oh Gott, eins vergessen. Ah, das sieht man ja fast gar nicht in diesem Dschungelbeam. Nein. Oh Gott, ich bin weg. Ich bin weg und ich beam mich nach oben schnell, schnell, schnell. Oh, fuck. Ich hab's überlebt. Ach du Scheiße. Also, Steel Ball. Gut. Und jetzt können wir bauen Artificial Brain. Haben wir jetzt eins? Jetzt. Und aus dem können wir bauen Robot Head. Robot Chest, da fehlt uns noch 20 Steel Balls. Sieht aber mal ziemlich cool aus. Jetzt fehlt uns noch das 20 Steel Balls. Ah, gut, da müssen wir das noch einschmelzen. Kohle brauchen wir dazu noch. Das hier kann man gerade mal essen hier. Oder halt benutzen. Essen ist ein unpassender Ausdruck dafür. Puh, gut. Kohle und Eisen abbauen. In diesem Fall bedanke ich mich dafür, dass ihr heute wieder mal dabei wart. Und ja, bleibt weiterhin so treu. Man sieht sich beim nächsten Part, beim nächsten Video, was auch immer es sein mag. Und ja, der Bosskampf naht. Ciao.